meine Damen und Herren, während Herr Herrmann versucht, meine Präsentation aufzurufen, zunächst erstmal ein bisschen was zur Einführung. Wir beraten eigentlich Energieversorgungsunternehmen, große wie kleine, in Bezug auf den deutschen Markt, und ab und zu beraten wir aber auch Verbände, Behörden, auch die Bundesnetzagentur, und wir haben hier, und ich bin heute hier mit einem Thema, das haben wir für das Land Baden-Württemberg erarbeitet, das heißt, das Thema Kapazitätsmarktmechanismen haben wir als Gutachten bearbeitet, und das, was ich hier vorstelle, ist so, ich sag mal, der Zwischenarbeitsstand. Felix Mattes sagt, Learning by Doing, das ist tatsächlich richtig, weil wir lernen jeden Tag dazu. Wir haben eine bestimmte Betrachtungstiefe inzwischen erreicht, die, ich sag mal, versucht, den Weg zu einer Lösung hin zu erarbeiten, aber es bedarf sicherlich der weiteren Detaillierung. Das Thema ist so auf der einen Seite dankbar, aber auch undankbar. Es ist dankbar, weil es extrem spannend ist und weil wir tatsächlich irgendwo, was Energiewende angeht, im Auge des Sturms sind mit Kapazitätsmechanismen, aber es ist insofern auch undankbar, weil es eigentlich nicht politikfähig ist. Denn wenn ich das Detailwissen sehe, was man braucht, um am Ende wirklich Abwägungsfragen für sich zu beantworten, dann ist das extrem anspruchsvoll. Und deswegen glaube ich, ist bei dem Wettstreit der verschiedenen Modelle ist extrem wichtig, dass die Politik sich auch im Detail eine Meinung bildet. Was ich Ihnen heute vortrage, sind zwei Schritte, nämlich das erste ist, brauchen wir einen Kapazitätsmarkt, und das zweite ist, wie schlagen wir vor, ihn auszugestalten? Ich fange an mit einer Grafik, diejenigen, die mich schon gesehen haben, kennen die auch schon, was ich hier darstelle. Und das müssen Sie nicht im Detail sehen, sondern im Grundsätzlichen sind die Margen, die ich bei der Stromerzeugung verdienen kann, und zwar für 4 Kraftwerkstypen seit 2004 dargestellt. Und der graue Balken zeigt Ihnen das, was Sie als Vollkostenbrauch decken müssen, wenn Sie ein Kohlekraftwerk refinanzieren wollen, das heißt also die Kraftwerke, die gerade im Bau sind, und das Grüne ist, was Ihnen die GW-Anlage kostet. Und Sie sehen, dass die schwarze Linie in dem Zeitraum von 2004 nur für ungefähr 5 Monate im Vollkostenbereich gewesen ist. Und Sie sehen, dass die grüne Linie in der Phase, wo der CO2-Handel funktioniert hat, also im Grunde von 2007 bis Ende 2009 einigermaßen an der unteren Grenze der Refinanzierung geschrappt ist. Dass wir heute die Situation haben, dass die GODs so wenig Marge machen, um ihre Kosten zu decken, ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass das CO2-Handelssystem nicht funktioniert. Wir so viel CO2-Zertifikate im Markt haben, dass wir die CO2-Vermeidungsleistung von einem GOD gegen ein Kohlekraftwerk nicht benötigen, um die Ziele zu erreichen. Wir haben hier also zwei grundlegende Feststellungen. Das erste ist, Neubaukraftwerke standen im Grunde in den letzten 8 Jahren nicht im Geld. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir in der Phase nach der Rohstoffhofs mit der Pleite von Lehmann einen radikalen Rückgang der Margen gesehen haben, die inzwischen ein Niveau erreicht hat, dass eine Reihe von Kraftwerksarten nicht mehr in der Lage sind, ihre operativen Kosten zu verdienen. Und das möchte ich in zwei Schritten vertiefen. Woran liegt das? Was Sie auf dieser Grafik sehen, sind die Regressionsgraden für Spotpreise, Regressionskurven für Spotpreise. Das heißt also, verarbeitet sind pro Jahr jeweils die Stundenpreise und die vertikale Netzlast, in denen diese Preise aufgetreten sind. Also das heißt, wir fangen bei 0 GW an und enden bei gut 60.000 GW, und wir haben ein Preisniveau, das bei 0 bis gut 160 Euro die Megawattstunde in der Regression ist. Die blaue Linie zeigt die Kurve für das Jahr 2007, und die rote zeigt Ihnen die Kurve für das Jahr 2011.
Und die anderen Jahre liegen schön dazwischen. Und das, was man sieht, ist, dass wir im oberen Lastbereich einen Preisrückgang haben von gut 45%. Und woran liegt das, dass wir einen Preisrückgang von 45% im oberen Lastbereich haben? Das ist eine Folge der zunehmenden Wettbewerbsintensität. Das heißt, wir haben durch Maßnahmen der Europäischen Kommission, des Bundeskartellamtes, durch ich sag mal, Drohungen an die Versorger, dass man ihnen 6,5 Milliarden Euro Strafe auferlegt, so wie das bei E.ON gewesen ist, eine Veränderung herbeigeführt, die dazu führt, dass wir in einem sehr, sehr hohen Maße Wettbewerbsintensität auf den Großhandelsmärkten haben. Und das drückt sich in dieser strukturellen Preisveränderung am Markt aus. Und der zweite Faktor ist die Menge. Hier sehen Sie blau wieder 2007, rot 2011, aufgetragen unten wieder die Leistung. Und das Histogramm zeigt die Häufigkeit, wie oft diese Leistung aufgetreten ist. Und die Dauerlinien zeigen Ihnen, wie sich dieses aufkumuliert. Und dann kann man als erstes sehen, dass wir also eine extrem rückläufige Leistung haben, also eine extrem rückläufige Auftretung der Häufigkeit im oberen Lastbereich. Sie sehen, dass wir bei 50.000 MW, wenn Sie mal die Linie da verfolgen, hatten wir 100 Stunden in 2011 und den Fall mit 50.000 MW, den hatten wir bei 350 Stunden im Jahr 2007. Das ist darauf zurückzuführen, dass wir einen enormen Zuwachs an EEG-Strom haben, der insbesondere was Solar angeht, wesentlich mittags einspeist und der tatsächlich den konventionellen Kraftwerkspark die Einsatzstunden raubt. Und wenn Sie das vergleichen, im 40.000 MW-Fall reden wir in Größenordnung von 70% des Rückgangs an elektrischer Arbeit durch konventionelle Kraftwerke, die verdrängt worden sind durch die EEG-Strommengen. Das heißt, wir haben zwei zentrale Faktoren, die die Margen im Erzeugungsbereich reduzieren. Das eine ist Wettbewerbsintensität, das ist der Preisverlust und damit auch der Margenverlust. Und das andere ist der Mengenverlust, nämlich durch die erneuerbaren Energien. Und jeder kann sich, glaube ich, vorstellen, dass wenn ich 45% Preis und 70% Menge als Kraftwerk im oberen Lastbereich verliere, dass ich damit nicht mehr ökonomisch bestehen kann. Und das, was Frau Neis gesagt hat mit den null Einsatzstunden, in 2011 waren es noch 137 Einsatzstunden, jetzt sind wir bei null Einsatzstunden für Gas, also für Dampferzeuger auf Erdgasbasis und das setzt sich fort. Und wir haben heute für die im oberen Lastbereich am Ende nur noch Einsatzstunden, also Volllastbenutzungsstunden für gut 15.000 MW mit 1.000 Volllastbenutzungsstunden. Die waren dann irgendwann mal über 2.000 Stunden und das ist ein Trend, der sich weiter fortsetzen wird. Und es ist klar, dass wir einen Kraftwerkspark in dieser Margensituation mit dieser kurzen Einsatzzeit nicht betreiben können. Was ist unsere Zukunftsaufgabe? Unsere Zukunftsaufgabe ist es, die erneuerbaren Energien links mit der Nachfrage der Menschen rechts zu synchronisieren. Das ist das, was die Marktdesigns der Zukunft leisten müssen. Und dafür brauche ich Kapazitäten, die diese Synchronisation leisten, innerhalb einer mehr oder weniger intelligenten Netzinfrastruktur. Und Kapazitäten sind disponible Erzeuger, sind steuerbare Lasten und sind Speicher. Das heißt, wir verstehen nicht mehr den Markt als einen Markt, der aus konventionellen Kraftwerken besteht, die in Grundlast, Mittellast und Spitzenlast laufen, sondern wir verstehen den Markt als etwas, in dem wir das Angebot Erneuerbare mit der Nachfrage der Menschen synchronisieren müssen. Und welchen Beitrag, welche Technologie dazu leistet, das muss im Wettbewerb entschieden werden. Was ist unser ordnungspolitisches Dilemma? Wir haben einen Regulierungsrahmen geschaffen, in dem wir den Netzbetreiber als Monopolisten entflochten haben vom Markt, das heißt also Kraftwerke, Großhandel, Vertrieb. Und wir haben dem Netzbetreiber die Aufgabe zugeordnet, für Versorgungssicherheit, Systemstabilität verantwortlich zu sein. Und wir haben gesagt, der Markt wird es von alleine regeln, dass wir zu effizienten Kapazitäten kommen.
Wir haben diesen Marktmechanismus, denn das Marktdesign des Energy-Only-Marktes ist ja auch ein etwa, ist ja kein natürlicher Markt wie Brötchen kaufen, sondern es ist ja ein gestalteter Markt. Den haben wir eingeführt in einer Situation, Felix Mattes hat es vorhin gesagt, von Überkapazitäten, von abgeschriebenen Kraftwerken mit dem Ziel, durch Wettbewerb Effizienz zu erlangen. Und das hat dazu geführt, oder dafür haben wir dem Kraftwerksbetreiber es überlassen, weil genügend Kraftwerke da waren, schaltet er sein Ding ein, schaltet er es aus, schaltet es ab, baut er ein neues. Da gab es keinen Regulierungsrahmen für. Jetzt stellen wir aber fest, dass der Markt nicht der Anwalt der Versorgungssicherheit ist, dass wenn wir nämlich den Kraftwerksbetreibern die Entscheidung überlassen, was sie tun wollen, dass sie dann auch, wenn es sich nicht mehr rechnet, die Kraftwerke abschalten. Das ist auch richtig so. Und sie werden auch keine neuen Kraftwerke bauen, wenn sie die nicht amortisieren können. Das heißt, der Markt und der Energy-Only-Markt ist nicht der Anwalt für Versorgungssicherheit. Wir hatten also in der Vergangenheit eine Situation, wo es Versorgungssicherheit für umsonst gab, weil wir die in der Vorliberalisierungszeit bereits bezahlt hatten. Und jetzt kommen wir in eine Situation, wo wir Versorgungssicherheit brauchen und die müssen wir auch bezahlen. Und dafür brauchen wir einen Kapazitätsmarktmechanismus, weil wir im Energy-Only-Markt Versorgungssicherheit weder kaufen noch bezahlen können. Unser Ziel mit dem Kapazitätsmarktmechanismus, den wir entwickelt haben, ist es also, Versorgungssicherheit zu erhalten, und zwar auf dem bequemen deutschen Niveau. Wir wollen aber zugleich, und das unterscheidet uns ganz wesentlich von denjenigen, die strategische Reserve propagieren oder für richtiger halten, die Wettbewerbsintensität auf den Spot- und Regelenergiemärkten erhalten. Wir wollen die Potenziale des Innovations- und wir wollen Potenziale des Innovations- und Effizienzwettbewerbs zwischen den Kapazitätsarten, also Kraftwerke, Speicher, steuerbare Lasten erschließen. Wir glauben nicht, dass wir das planen können, was die beste Technologie ist, sondern dass das der Preis am Ende im Markt richten muss. Und wir wollen natürlich die Klimaschutzziele erreichen. Und wie sieht unser Mechanismus ganz grob zusammengefasst aus? Wir machen in Deutschland einen Netzentwicklungsplan. Wir meinen, dass es relativ unaufwendig ist, diesen Netzentwicklungsplan um einen Mindestkapazitätsplan zu ergänzen. Darin muss aufgelistet werden, was brauche ich eigentlich, um das Versorgungssicherheitsniveau zu erhalten an Kapazitäten. Wir brauchen in Deutschland ein Kraftwerksregister und zwar nicht in dieser Hudelei, wie die Bundesnetzagentur es zurzeit machen muss, dass sie also auf freiwilliger Abfragebasis die Daten zusammenstellt, sondern das muss so sein wie im EEG, dass es ein verbindliches Register gibt und keiner darf einspeisen, ohne dass er in dieses Register registriert ist. Gibt es dann eine Lücke zwischen dem Mindestkapazitätsbedarf und dem Register, entsteht ein Kapazitätsbedarf, den wir ausschreiben, und zwar entsprechend dessen, was notwendig ist. Und wir gehen dann hin und machen also eine Kapazitätsauktion und würden in der ersten Phase zwei Bausteine auktionieren, nämlich zwei unterschiedliche Kapazitätsprodukte. Für Bestandskraftwerke würden wir ein Produkt über 2, vielleicht auch 5 Jahre auktionieren. Das heißt also, die Kraftwerke kriegen dann über 2 bis 5 Jahre, je nachdem, wie wir es ausgestalten würden, ein Kapazitätsentgelt. Das Rational desjenigen, der da drin bietet, ist, dass er sagt, okay, ich brauche so viel, dass ich meine laufenden operativen Fixkosten gedeckt kriege, dann schalte ich mein Kraftwerk nicht ab. Das ist in dem Planungshorizont von 2 bis 5 Jahren. Und ein Neubaukraftwerk auch als rational eine längere Refinanzierung, zum Beispiel 15 Jahre, und entscheidet, treffe ich eine Investitionsentscheidung oder nicht, sprich, habe ich einen stabilen Cashflow über die Laufzeit zu erwarten oder nicht. Wir würden das dann also rückwärts auktionieren und hätten dann die Kapazitäten für Versorgungssicherheit und die Amortisation des Kapazitätsentgeltes würde über eine gesonderte Netzentgeltkomponente entwickelt. Vielen Dank.